Machen wir mal hier zu. Einfach wegen Shelly. So, Fackel kommt. Da sehe ich eine Druckplatte auf dem Boden. Da ist sie im Moment. Da. Und wir wollen gar nicht rausfinden, was die uns antut. Ich glaube, ich sehe links ganz schwach eine Pfeilfalle. Oder war oben Felsen? Ich habe aber da keinen gesehen. Ich kam ja von da oben. Also ich schätze eher Pfeilfalle, aber... Pfeilfalle, ja. Pfeilfalle. Wer kennt sie nicht, die Pfeilfalle? Die schießt dann so kleine Nagelfeilen aus, dann seid ihr nämlich zwar tot, aber eure Fingernägel sind einfach fabulous. Ich bin jetzt neugierig, ich will wissen, ob da drüben eine Pfeilfahrer ist. Nee, auch nicht. Was war das für eine Druckplatte? Nicht, dass hier noch irgendeine Überraschung auf mich wartet. Ist da doch ein Felsen da oben? Nee, ich sehe da nichts. Ah, das macht mich irre. Jeder Schritt könnte der letzte sein. Aber das ist ein schön großes Silbervorkommen. Ah, wunderbar. Tick, 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 tick. Oh, wunderbar, wunderbar. Mehr Silber. So, Licht bitte. Mich irritiert auch dieser ganz kurze Lavafluss, der ab und zu da oben rechts zu sehen ist. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ist manchmal wie so ein kurzer Bug, kommt der da so ins Sichtfeld. Was haben wir hier noch für ein Erz? Das sah mir eben nach Eisen aus. Ja, kann man sich ja auch noch zu Gemüte führen. Weil dann würde ich zur Not auch auf eine Halb-Silber-, Halb-Eisen-Rüstung gehen und mir stattdessen noch ein Schwert... Da war es schon wieder. Noch ein Schwert leisten. Also ein bisschen mehr Schaden ist ja nicht verkehrt. Und nehmt auf jeden Fall ein Breitschwert, Leute, wenn ihr so ein Schwert herstellt, denn das schwingt ihr dann über den Kopf, so wie die Spitzhacke. Das heißt, wenn da mal ein Gegner euch irgendwie blöd kommt und da angehüpft kommt oder so, dann kriegt ihr den trotzdem. Dann hüpft er über euch drüber und kriegt dann trotzdem richtig schön einen. Ungelogen. Diese Lava macht mich nervös. Oh, 25 Schaden, nicht für mich, bitte. Platziere die Fackel. Platziere, danke. Oh, ich bin eine Höhlenfledermaus. Ich gehe jetzt mal richtig ein bisschen auf den Keks hier. Nope. Das kannst du davor dich hin, Fledermausen, ist mir gerade egal. Okay.
Wir wagen uns mal weiter hier diesen Gang runter, auch wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich bereue es gleich. Lieber mal Licht an. Hier unten war doch irgendwo noch eine Höhle. Das war doch hier, wo gerade diese 25 Schaden aufgeploppt sind. Noch sehe ich nichts. Hier. Die Schnecke war's. Gehen wir einfach mal nicht auf den Sack da unten. So, ich baue hier lieber auch mal den Boden ab. Sicher ist sicher. Fackel. Darüber kommt direkt das Wasser, da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Und wir machen mal noch die drei Fackeln hier voll. Na, den wollen wir nicht abbauen. Ich glaube, jetzt habe ich alles abgestützt. Versuchen wir es mal ganz vorsichtig einzeln hier. Nein, nein, nein. Okay. War gar kein Problem. Da ist direkt wieder eine Höhle unter mir. Sekündchen, ich muss noch ein Stück runter. Ich muss dringend mal ein paar Schleimis jagen. Es kann nicht sein, dass ich jetzt gar keinen Klipper mehr habe. So, noch ein Versuch. Oh! Ja, ne. Würde ich sagen, wir checken jetzt erstmal, wie es mit unseren Errungenschaften aussieht. Vielleicht können wir jetzt endlich mal eine geile Rüstung herstellen. Eine nette Rüstung, man soll ja nicht so oft geil sagen. Aber ich rüste mal lieber eine Waffe aus. Einfach so. Warum ich jetzt übrigens nicht den Rückruftrank benutze, ist ganz einfach, dass ich mir da noch aufheben will, weil ich habe jetzt drei davon, ich habe aber keinen Spiegel. Das heißt, ich möchte dann lieber, wenn ich wirklich mal in Notsituationen komme, noch Tränke haben. Und für so einen normalen, in Anführungszeichen, Rückweg, da kann man jetzt auch mal den Moment laufen. Vielleicht gibt es ja auf dem Weg noch einen Schleimi. Ansonsten hoffe ich einfach mal, dass oben Tag ist, dann kann ich da ein bisschen durchschnetzeln.
Ich könnte ja auch mal hier so ein bisschen diesen Schienen dann noch folgen, weil die bringen eigentlich immer ganz guten Kram. Aber die bringen halt auch immer ganz gute Gegner. Und das wäre auch so ein Ding für... Oh, ich habe eine bessere Rüstung, jetzt können wir uns da mal reinwagen. Und es ist Tag, jawohl, Schleimis. Okay, dann machen wir doch zuerst mal hier die große Sause. Was haben wir denn? Wir haben Eisen haben wir gesammelt, Kupfer haben wir gesammelt und Silber haben wir gesammelt. Und das Kupfererz hier noch, zack. So. Kupferbarren. Eisenbarren. Und das Wichtigste, Silberbarren. Okidoki. Wir können aus unseren Silberbarren gar nichts herstellen. Wir könnten aus Eisen jetzt ein Kettenhemd machen. Machen wir das. Ist das sinnvoll oder ist es nicht sinnvoll? Was kann denn das Breitschwert? 10 Schaden. Aber ich habe ja gesagt, ich will eigentlich eher auf Verteidigung gehen. 3. 1. Ich warte mal noch. Auch wenn ich... Das ist jetzt garantiert der Moment, wo ich dann zu geizig werde und dann dran sterbe, aber... Erstmal Schleimis jagen. Es sind keine da. Die haben offensichtlich von meinem Repertoire an tödlichen Kampffähigkeiten Wind bekommen. Da kommt einer. Der hat das Memo noch nicht bekommen. Kleber. Nein, nicht abbauen. Glibber. Glibber. Ey, komm her. Wieso lassen die denn jetzt immer nur einen Glibber fallen? Das ist mir viel zu wenig. Ich habe jetzt 4 wahrscheinlich, oder? 6? Okay. Habe ich mich irgendwo verguckt? Ich habe lange nicht mehr gespielt. Was ist dieses rote Ding da unten? Sollte ich dem zu nahe kommen oder spawnen dann direkt irgendwelche fliegenden Dinger, die mich töten? Und da schneit's. Nicht gut. Kein Problem. Wie viel Glibby habe ich jetzt? 9. Ja, was machen wir jetzt mit dem Eisenproblem? Wisst ihr was? Auch wenn ich weiß, dass ich bald genug Silber habe oder hoffe, dass ich bald genug Silber habe, würde ich sagen, wir gehen echt mal auf Nummer sicher. Weil, wie gesagt, ich lieber ein bisschen auf Verteidigung gehen. Wir machen jetzt hier einmal so ein cooles Kettenhemd. Und die Beinschützer bringen uns absolut nichts, also verzichten wir da dankend. Und dann legen wir das einmal an.
Und die machen wir in die Kosmetik, dass das dann ein schönes Einheitsbild gibt und ich nicht so viele verschiedene Farben trage. Weil das Auge isst ja mit. Kann man das mit der Axt oder? Nee. Halt! Ja, ein Glibber, damit sind es genau 10, eine gerade Zahl, perfekt. Oh, was ist denn da drüben? Wollen wir uns das also auch noch ansehen? Habe ich da recht, ja? Gut, ich muss aber trotzdem kurz eine Aufnahmepause machen, denn meine Frau kommt gleich vorbei, um ein bisschen Kuchen mit mir zu essen. Das geht natürlich vor. Sie hat nämlich einen ganz leckeren Marmorkuchen gebacken. Das heißt, wir machen jetzt hier einmal zu. Und beenden die Aufnahme an der Stelle. Ich mache dann gleich weiter. Euch erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag. Ciao.